Herzlich willkommen und moin moin, liebe Zuschauer. Noch eine Folge in der heutigen Aufnahmesession, die echt unter dem Zeichen Holzwirtschaft steht. Bis auf das mal kurz die Sämaschinen einmal gesehen haben, sind wir die ganze Zeit im Wald unterwegs und bei unserer Holzindustrie. Denn ja, in der heutigen Folge wollte ich eigentlich auch mal die Holzkohle zeigen, dass wir die zumindest einmal verkaufen und einmal gucken, dass wir da auch ein paar Euros für kriegen. Nicht, dass wir hier die ganze Arbeit, die wir in den letzten 5-6 Folgen gemacht haben, umsonst betreiben. Hier haben wir wieder eine schöne Ladung Holz aus dem Wald geholt. Ich habe jetzt leider nicht dran gedacht, eigentlich könnte man tatsächlich hier mal irgendwann übergehen, eine Route für aufzuzeichnen, wenn wir hier noch häufiger Holz fahren. Leider hat er auch nur, können wir nicht noch einen zweiten Trailer rankriegen. Das wäre cool. Oder am besten 2, 3 gleich, dass wir hier richtig große Ladungen rausholen können. Vielleicht gibt es ja so einen Trailer mit automatischer Sammelfunktion für Holz, indem man dann auch noch, ja, 2, 3 Anhänger aneinander koppeln kann. Wenn ihr einen kennt, hinterlasst ein Like, genau, hinterlasst den Link zum Mod gerne in den Kommentaren, wenn irgend möglich. Oh nein! Ja, okay, wir dürfen nicht KC-mäßig fahren, das funktioniert dann auch nicht, die sind nur nicht festgeklebt, die Bäume. Abladen, rechte Seite ist perfekt. Zack, 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 zack. So, können wir einmal kurz gucken. Holz 42% gefüllt, Brennstoffe 47%. 500 Bretterpaletten liegen hier immerhin jetzt schon. Aber wir fahren, weil es so schön war, fahren wir auch eine Runde mehr, bevor wir uns die Holzkohle angucken. Rechte Seite haben wir richtig. Starter ab. Nee, Starter erstmal aufladen. Dann bringen wir die hier doch erstmal weg, die beiden großen. Ja, das liegt für dich auch im Weg, ne? Oder willst du nicht weiterfahren? Komisches Auto. Parkst du hier und beobachtest uns? Wieso tust du sowas? So, wie sieht das denn hier eigentlich aus? Wie viele Bretter sind hier? Geht noch, ne? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall so viel Zeit, dass wir noch eine Runde zwischenfahren. Der parkt tatsächlich hier. Was hat er denn? Ist hier Ende der Strecke? Ende der Fahnenstange bei ihm? Keine Ahnung. Was das soll. Lassen wir uns nicht weit von beirren. Wir machen uns direkt wieder auf den Weg in den Wald. Mit unserem kleinen John Deere Traktor. Wir hätten die Lieferwagen, jetzt kriegen wir Pakete. Scheinbar nicht. So, da sind wir wieder mit unserer praktischen Aufladefunktion zurück im Wald. Holen wir uns mal ganz schnell. Gott, das ist so blöd, dass die Sichtweiten so kurz eingestellt sind. Das nervt mich echt. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe da eigentlich nichts geändert. Komisch. Ist das schon immer so? Auf jeden Fall geht das jetzt hier zack, zack, zack. Dann ist der Hänger wieder voll. Jetzt sammeln wir auch nur schön lange Bretter ein. Kannst du natürlich gut ein bisschen weiter nach vorne legen. Ne? Hier ist auch noch ein kleiner Baumstumpf, also 4, 5 Baumstümpfe haben wir übersehen. Ist also ein bisschen Goldgräberstimmung hier, ne? Wenn man den ganzen Wald so sieht. Wir können natürlich auch mal Holz direkt verkaufen. Zack, 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 wir bleiben einfach hier, der lädt voll, lädt voll, lädt voll und überlädt, 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 überlädt. Dann können wir einfach mal stoppen. Genau, hoffen, dass das überschüssige Holz runterfällt. Und dann können wir eigentlich, wenn wir fahren, aber nur ganz vorsichtig fahren. Wir können ja die Geschwindigkeitstaste ein bisschen nutzen, um
um nicht ganz so krasse Lenkmanöver zu machen. Auch da haben wir uns auch wieder eine ordentliche Ladung Holz aus dem Wald geholt. Auch das sah wieder gerade richtig cool aus, so von der Grafik. Schockt ja gerade richtig. Mit der Sonne so jetzt zum Sonnenuntergang so schön schräg steht. Aber zu wissen, krasse Bremsmanöver tun nicht unbedingt gut. Krasse Lenkmanöver auch nicht. So ein bisschen. Ich sag nichts. Vorsichtig fahren. Alter Schwede. Dumm abgerutscht. In der Kurve. Was ist denn, wenn man irgendwie sich so konzentriert, oh, jetzt darf nichts passieren, dann passiert auf jeden Fall was. Man muss einfach so weg und gut. Dann passiert auch nichts, dann klappt's. Ja, damit können wir auf jeden Fall unser Sägewerk schon so weit vollbringen, dass sie fast zu 100% gefüllt sind. Wir schmeißen einfach bei beiden noch ein bisschen was rein. So, du kriegst ein bisschen. Zack, 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 zack. Stoppen wir erstmal kurz. Steigen mal aus und gucken, wie viele liegen. 98% gefüllt. Guck mal hier. 2750 Palette schon wieder. Aber Restholz bringen wir drüben zum anderen. Abladen, X. So, die Lager sind gut gefüllt. Vielleicht muss ich mich noch mal ransetzen. So, diese Mod-Vorgabe. Ich finde, da könnten gut ein paar mehr Bretter liegen, wenn die Lager voll sind. So, ihr beide habt auch ganz gute Arbeit bisher gemacht. Würde ich sagen. Gibt uns mal wieder die Gelegenheit, wir wollen uns mal die Holzkohle angucken oder hier nochmal erstmal die schon vorhandenen Bretter hier hinbringen. Das können wir auch erst nochmal machen. Immer noch ein bisschen blöd ist, dass wir hier keinen Radlader haben, der auch praktischerweise, oder hier so einen Teleskoplader, der Palettengabel dabei hat. Den wir eine Schaufel haben, wo wir hier zum Beispiel Sägespäne da, also Hackschnitze wegnehmen könnten. Also das passt wie gesagt so blöd. Und dann passiert sowas. So. Also viel weiter kriege ich sie nicht. Aber schön, jetzt kriegen wir bei beiden Sägewerken ein paar Bretter, die wir hier zack reinbringen, da stehen sie da hinten, dann können wir gleich noch die anderen auch holen. Auch hier ist natürlich noch nicht so viel, ist klar, das läuft ja noch nicht so lange. Aber lass uns das auch ruhig wegbringen. Das klappt aber auch schon mal ganz gut. Gucken wir uns noch mal kurz hier die Statistik an. Wo haben wir sie denn hier auf der anderen Seite? Bretterpaletten 16%, also man kann auch deutlich mehr abgeben. Scheitelholzpaletten 14. 600.
auch hier gibt es als Abfallprodukt ein bisschen Hackschnitzel. Lass uns so ein bisschen in die Haare rieseln. Sehr schön. So. Gucken wir uns mal kurz Holzkohle an und gucken, ob wir sie auch verkauft kriegen. Auch wenn das hier natürlich noch nicht viel ist. Das war nochmal so die erste kleine Ladung, die wir produziert haben. So, wie viel haben wir denn hier? Sollen wir mal kurz abchecken. Wo ist hier das Schild? Holzkohle 3300. Ist noch fast voll. Alle Achtung. Müssen wir das so oft ausleeren? Ah, schon wieder ein bisschen blöd rangefahren. Auch noch deutlich zu hoch eingestellt. Hallo? Was hat der für eine Kollision? Warum zittert er die ganze Zeit? Jetzt hängt er irgendwo. Jetzt haben wir es hier. Unsere Holzkohle. Eine Palette voll. Oh, sieht gut aus hier in der Sonne. So, und die bringen wir drüber zum Händler. Lieber ein bisschen so, dann kann sie nicht so leicht runterfallen. So, und hoffentlich kriegen wir für 3300 Holzkohle auch einen guten Verkaufspreis. Ich weiß nämlich noch nicht genau, wie das kalibriert ist sozusagen. Man soll ja schon ein bisschen Geld damit verdienen. Ich sag mal, für, wenn wir jetzt 300 Euro dafür kriegen, dann machen wir das Ganze nicht. Dann werde ich das auf jeden Fall nochmal einstellen, dass es ein bisschen lukrativer wird, das Ganze. Aber auf jeden Fall bringen wir mal... Das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Das würde alles runterfallen in Wirklichkeit. So würde das gehen. So, hier vorne beim Händler. Kann man das Ganze abgeben. Und kriegt 5200 dafür. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ist aber natürlich auch ein ganz schöner Aufwand. Guck mal, und das war unser Stromertrag. 20.000. Bringt mehr. Viel mehr wäre auch unrealistisch, ne? Ich weiß nicht. Man muss ja auch überlegen, hier liegt jetzt echt viel, ne? Bevor, wenn man das alles verarbeitet, was jetzt hier liegt, kriegt man doch eine ganze Menge Patte zusammen. Aber Einzelpaletten immer Stück für Stück, das ist natürlich schon ein Aufwand, ne? Wenn man hier guckt, ist wahrscheinlich gleich wieder leer. Mega drum. Und dann könnten wir hier sagen, Scheitelholz ist zu 74% voll. Auch nicht schlecht, wie man sich Mühe gegeben hat, hier das so zu animieren, dass es dann auch immer mehr Scheitelholz wird. Also ich weiß es ja noch von dem Handelshafen. Das ist ein ähnliches Prinzip, umso voller, umso mehr Berge. Aber das ist hier schon, oder die Brote und sowas, aber das ist schon noch mal eine Nummer mehr hier. Gebäck. Da einfach eine Paletten rübergesetzt. Und wenn unkonventionell. Jetzt auf jeden Fall wieder voller geworden. Bretterpaletten ist aber auch gleich wieder leer. Also jetzt ist nichts mehr rauszuholen. Das wird gleich wieder aufhören. Wir könnten. Die Palette vielleicht wieder rüberbringen. Ich sehe nichts. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Ja,
steht sie so blöd, unser Traktor. Oh, oh. Unser Traktor ist ein bisschen zu groß. Ah, ich glaube, das kriege ich jetzt nicht mehr hin hier. Nämlich ein bisschen verdreht, oder? Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben uns durch eine Halle verfahren. Raus, aber wir kriegen die Palette ja so nicht mehr mit. Also hierfür braucht man glaube ich tatsächlich so ein Teleskoplader, wäre deutlich praktischer, weil die sind nicht ganz so hoch. Fängt er denn jetzt auf einmal wieder an und wo hängst du denn hier so doll? So kommen wir raus, aber so kriegen wir die Palette nicht mit. Okay, jetzt klappt es wieder noch. Naja, da bleibt uns im Zweifel nur noch zurücksetzen. Oder mit ein bisschen Glück kommen wir hier eh wieder raus. Ansonsten aussteigen können wir so. Ich weiß es nicht, ob er sich so das speichert. Denn für die heutige Aufnahme-Session war es das auf jeden Fall. Hört leider nicht so gut auf. Ich hoffe, die nächste geht gut weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über Kommentare, Like und so freuen. Und wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.